Für die meisten Ungeimpften könnte der neue Haarschnitt ab sofort teurer werden, denn viele Friseure fordern konsequent die 3G-Regeln ein. Ein Salon in Bayern überlegte sich jedoch, auch ungeimpfte Kunden weiter bedienen zu können. Diese müssen allerdings in Kauf nehmen, dann doch ein wenig zu frieren. Wer weder geimpft noch genesen oder getestet ist, wird draußen frisiert. Den Service bietet dieser Friseurladen im bayerischen Weiding ab sofort seinen Kunden an. In einem offenen Pavillon. Dank Heizpilz auch bei einstelligen Temperaturen kein Problem. Irgendwann kennt man sich dann schon für, dass man ausgegrenzt wird als Ungeimpfter. Aber ich finde, sie haben das jetzt die Situation super gelöst. Also ich fühle mich jetzt da nicht ausgegrenzt. Ich fühle mich jetzt da schon herzlich aufgenommen. Für die Friseurmeister eine Lösung, die hoffentlich wieder mehr Kunden lockt. Denn zu viele Stühle blieben seit Einführung der 3G-Regel leer. Das Landratsamt hat den Pavillon schon genehmigt. Unser Geschäft ist noch jung. Wir haben erst dieses Jahr im März aufgesperrt. Und jetzt muss man uns was überlegen, weil wir haben 50% Einbußen gehabt auf den Schlag, was hieß 3G-Test. Viele unserer Kunden sagen, na, für den Friseurbesuch will ich das jetzt einfach nicht. Dass jetzt die Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen, ist für sie nicht verständlich. Der bayerische Ministerpräsident sieht das anders. Wer sich nicht impfen lassen will, das ist die private Entscheidung, ist völlig okay. Aber natürlich können die Kosten für diese Maßnahme dann nicht automatisch von der Mehrzahl der Steuerzahler getragen werden. Friseurin Tanja Haarstreiter ist übrigens geimpft. Dennoch will sie niemanden ausschließen.